So, my people, you're going to see one of my good neighbor that loves me and my family so much. She's coming up now. We have appointment by 2. Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, you're welcome. Thank you for tuning in. Today's video is about washing our beetroot, cooking and preparing it for eating. This beetroot, we harvested it from our garden the other day. So I'm happy to carry you people along. It's supposed to take me like 45 minutes or 1 hour to cook. I decided to use the pressure pots. I'll be cooking it for like 10 to 15 minutes. So it's time to wash our baits, guys. As you can see, there's a lot of sand. So wash with me and cook with me our beetroot vitamin blood tonic. I want to start washing them. As you can see, there's a lot of sand, so I'll be removing this. I'll cut it like this. You can see this one. I'm going to take them away. Is direct from our garden. Like I said, all these small plants in, they are helping. You just save small money in what you planted. This vitamin, it was my neighbor that gave me just small and say I should plant. She keep on giving me things because we are trying to learn what we can be planting in that garden. I told you people when we got the garden that I'll be carrying you along to show you all the happenings in the garden. Today is washing and cooking our beetroot that we harvested from our small garden. I'm happy when you plant something you harvest. It's always good. It's always good. It's encouraging. So now I'll be washing them. I'm washing it the second time. So that there will not be sand inside. Because when there's sand inside, you will not enjoy it. So look at it, it is well washed now. Wash them. So it's time to cook it. So I'll be using the pressure cooker to boil it like I said. So I've locked it, you can see it's green. I'm going to on it now. So now it's on. I'm going to boil it for 10 to 15 minutes. So at this point, I'm going to off it. It's 15 minutes now. That's how this pressure cooker works. We have a different types of pressure pot. But this one is like this. When this place comes up, that means it's cooked. Whatever that is inside is finished. It's cooked already. So that's how I know, because I've been using it for a while now. So it's time to open our baits. Open the pot and check.
So my people, you're going to see one of my good neighbor that loves me and my family so much. She's coming up now. We have appointment by 2. She's coming to teach me how to do the bait. She learned it from her mother. She's coming up now. You will soon see her. I've received a lot of presents from her. She's coming up. She bought vinegar for me and a lot of things to prepare it with. She's coming. Look at what she brought for us. Oh, you made a... That's fine. That's done that way, doesn't it? So, wollen wir das wieder ummachen? Ja. Wie soll das dann mit drauf oder nicht? Ja. Ich habe die Schale nicht abgepeelt. Nein, das sollen sie ja auch nicht. Ach so. Schälen? Mhm. Nee. Was ist das denn? Sind das alle? Ja. Ja, und? Wie ist das kaltes Wasser? Mhm. Sollten Sie auch warmes schon mal vorweg machen können. Das hätten Sie nicht abschneiden dürfen. Dürfen wir nicht? Nee, weil da geht doch Blut raus. Ja, ja, okay. Deshalb ist das jetzt schon rot. Ja. Okay. Ja, ich habe doch gesagt, ich wäsche sie ab. Ja, Dinge. ich hab alles abgewäscht. Ja, aber Sie haben das abgeschnitten vorne und hinten von dem... Ja. Ja, das sollten Sie ja nicht. Das sollten wir doch mit. Dadurch ist das jetzt schon rot, das Wasser. Mhm. Ja, weil das jetzt ist das zu spät. Ja. Das muss ja jetzt warm gemacht werden. Fassen Sie bitte an. Ja, das muss ja kochen. Ich bin fertig. Ach, wie lange war das denn drin? Das war Eineinhalb Stunden? Nein, nicht eine halbe Stunde, weil das ist Schnelltopf ist. Ach so, das kenne ich ja gar nicht. Ja, das ist Schnelltopf, das ist neuer. Das ist Viertelstunde. Viertel? Ja, wir müssen gucken, ob das. Ja, das abgeht. Ist schon weiß. Ja? Ja, habe ich geguckt. So, ja, passen wir auf. Jetzt machen wir das dann mal so. So, look at the vinegar she brought. Jetzt habe ich Zucker mitgebracht. Oh, meine Güte. Ramula, wir haben auch Zucker hier. Ja, ich auch. Oh Gott, ist das in Ordnung? Oh. Ja? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Hier. Das lass es mal. Ich mach das nach hier. Ja, geht gleich los. So. Jetzt brauchen wir dazu. Was ist das? Ach so, okay. Aha, ich kann gleich. Das aufmachen und dann habe ich noch einen Rest von meiner Zwiebel. Die müssen da nachher rein. Ja, alles rein. Jetzt? Wie viel haben wir denn da? Ich habe noch eine Tüte unten, aber ich habe gedacht, das reicht. Wir brauchen noch abgekochtes Wasser. Abgekochtes Wasser? Ja. Soll ich ja? Ja, ja. Voll oder nicht? Nein, so viel brauchen wir nicht. Ich muss... We're going to cook water. Ja. So. Schneiden? Ja. Ich stelle mich auf Handübe an. Ja, weil das wird ist. Ja, ich habe vielleicht besser. So. Kann man da drauf schneiden? Ja. Ja. Und ich habe ja noch meine Brille nicht mitgebracht. Ich kann alles machen. Nur mich teilen, was ich machen soll. Dann ja. Denn ich glaube, das reicht von der Zwiebel. Das war meine halbe Zwiebel. Ich habe ja auch die Hälfte gehabt. Da müssen wir die Zucker messen? Nee. Einen Löffel brauchen wir noch. Ja, das. So. Das kommt ja eigentlich alles rein. Das kann ich auch schon reintun. Das ist leer, das kann weg. Ja. Ein bisschen. Ja.
Also muss ich hier erstmal runtergucken, wie das hier aussieht. Oh ja, das ist doch bedeutend hüller, ne, hier, als bei mir. Ja. Ich gucke ja noch in den Garten rein. Und hier gucken wir ja in den Himmel. Ja. So, das machen wir noch hier. Jetzt so, noch die nicht. Erdmüll, das können Sie mal daneben stellen. Mhm. Und die aufmachen, drehen. So. Und jetzt brauche ich noch ein kleines Messer. Das wollte ich eigentlich schon mitgebracht haben. Mal gucken. Habe ich geguckt? Oder? Mit Säge oder so? Ja, das. Ist das scharf? Mhm. Wollen wir mal ausprobieren. Das habe ich probiert. Machen Sie, schauen Sie mal. Oh ja. 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 Aber ich habe Sie denn? Jetzt. Was brauchen Sie noch? Ja, mal vielleicht die Beutel. Da tun wir denn das gleich rein, die Schale, ne? Oder den Teller. Ja. Schale. Ah. Ganz weich. Ja, na das. Ich muss erstmal gucken. Man ist so seine eigenen Messer und Geräte ja gewohnt. Können Sie sehen? Ja. Da ist ja eine Schale drum, ne? Ja, ich mag weiter. Ja? Ja. Aber wenn ich fertig lasse, ist alles. Ich mag beide. Mal gucken. Wissen Sie, die sind schön zart. Die sind auch strohig manchmal, wenn man die kauft. Und das ist eine gute Sorte hier. Mhm. Ich sehe, es ist gut warm. Gut rote Bitte. Das ist Vitamine drin. Viel Vitamine drin. Ja. Ich will nur mal testen. So. Ja. Denn die muss weg. Das kann man nicht mitessen, ne? Es geht schnell ab. Ja. Mal abschneiden. Mhm. Ein bisschen. Ja. Ich wasche das ab nachher, kein Problem. Ja? Ja. Oder auf dem anderen Teller wieder schneiden. Nicht hier? Nö. Warte. Wenn nicht da, dann Moment. Dann schneiden wir das hier. Ach so, das ist ja das Gleiche. Das wird ja rot, das wissen Sie. Dadurch meine ich. Lassen Sie bitte hier, machen wir das. Ja. Ja. Ich wasche das ab da hier. Wissen, das geht ab. Wissen Sie? Ja, das sagen Sie so. Und, okay, dann hol ich noch Teller. So, hier, bitte schon. Das ist besser, als sonst haben wir das ja so schmutzig. Und dann nehmen Sie und das. Und wir wollen ja auch. Gut, diese Scheiben ist okay. Ja. Die Wasser ist fertig, die kocht Wasser. Da schon mal rein. Hier? Ja, ja. Das können Sie dazu packen. So, ich nehme jetzt das nächste. Das hier auch, alles ja. Hier rein? Ja, ja. Denn ich esse auch gerne rote Beete. Weiß ich nicht. Und wenn man die kauft, das schmeckt anders. Ja, das schmeckt. Was Sie letztes Mal gemacht haben, schmeckt was anderes. Ja, das kommt ja auf den Essig drauf an. Ah. Also, das, wenn man richtigen Essig nimmt, dann schmecken die nicht nachher. Ich habe gar keinen Schnellkochtopf. Ja, das ist Modell. Brauchen Sie das? Das ist okay für Sie? Ja, ach, die wäre auch gut gewesen. Ja, das können wir noch mal testen. Ja. So, wollen Sie schneiden? Ja. Oder, aber, also nicht so furchtbar dünn, ne? Verstehen Sie? Nicht so hauchdünn. Nicht dünn? So ungefähr. Ungefähr? Ja. Schaue ich mal, ob ich das schaffe. So? Ja, lieber ein bisschen dicker als zu dünn. Gestern waren bei Rewe, ja. Nämlich. Sie sind immer fleißig. Ja, und ich hatte da auch Appetit drauf. Ich mache ja alles selbst. Also, egal was ich esse, ich kaufe nichts aus einer Dose oder so. Ja, das ist gesünder, wenn man das selbst macht. Ja, dann weiß man auch, was da drin ist, ne? Ja. Hier in der Wohnung war ich früher auch oft. Ja, oder schneiden.
schneiden. Nicht mit der Gabel, sondern hier mit so einem Messer schneiden. Ich habe gekriegt. Ja, was wollen Sie jetzt machen? Die Essen, ich habe Hunger. Ich dachte, Sie wollen das da hinten reintun. Nein, ich habe Hunger. Ja, das finde ich auch. Erstmal probieren. Mhm. In der Küche und arbeiten. Ne? Ja. Dann sind Sie fit. Ja, hoffentlich. Sagen Sie Hallo. Hallo. Lecker. Da müssen Sie lieber Kuchen essen. Sonst brauche ich eine kleinere Schale. Die Schale ist ja viel zu groß. Naja. Schmeckt der Kuchen ja, nicht? Schmeckt lecker. Da rüber, oder Sie machen hier erstmal fertig. Ja, lassen wir hier erstmal fertig. Jetzt brauchen wir noch Salz. Ja, ich habe Salz. Salz. Mhm. Da ist Salz. Und durch. Fertig. Ja. Noch nicht alles. Oh nein. Da ist ja nichts dran hier. Ich brauche noch ein paar, aber hier ist leider keine mehr. Ja, fertig. Fertig. So. Heute? Ja, da ist ja einer, wo mein Zucker drin ist. Ja, ne? Dann hole ich. Oder? Ich habe hier. Die schmeiße ich noch nicht weg. Die nehme ich mit. Den Keller. Und wenn ich dann in den Garten gehe, ne? Mhm. Und dann ziehe ich die wieder über. Verstehen Sie? Mhm. Die braucht man ja nicht wegschmeißen. Die sind ja. Wieso nicht wegschmeißen? Nee, die kann ich doch wieder gebrauchen. Die ziehe ich noch 20 Mal an, bis ich die wegschmeiße. Ja, klar. Ja, die kosten noch Geld. Ja, man muss Geld sparen. Ja, natürlich. Muss man wieder aufpassen. So, jetzt sind wir fertig mit dem Schneiden. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Ja, hier, das da reinkippen. Reinkippen? Alles? Ja, machen Sie erstmal die Hälfte. Ich hätte meine auch nehmen können. Ich habe eine angefangene. Ja, weiter tiefer halten, ja, dass das nicht spritzt. Ja, gehen wir mal her. Das können Sie reinkippen. Das muss ja bedeckt sein, ne? Verstehen Sie? Noch? So. Oder langt das? Reicht? Das muss ich nachher mal schmecken. So, jetzt brauchen wir. Aha, haben Sie das angefangen? Was ist das denn? Das kaufe ich ja nie. Ökotest. Ist das genug? Wahrscheinlich nicht. Mal so ein bisschen. Halten Sie an. Halten Sie an. Hier. So ein Löffel oder was? Was? Wo wir das. Hier ist Löffel. Oder ich mache das so. Haben Sie gekriegt? Oh, ja, ich habe schon mal. So, jetzt brauche ich mal so was zum Unterheben. Unterheben? Ja. Was denn das? Oh, ja, hier haben wir ja alles, ja. Was denn das? Doch, ich muss mal gucken, wir haben die Hand davor. Oh, das ist alles egal. Das ist alles egal. So. Und das muss ja jetzt erziehen. Das kann man ja nicht jetzt heute essen. Vor morgen ja nicht, ne? Mhm, okay. Ja, die halbe Zwiebel, die reicht auch. Also die esse ich nicht mit, die schmeiße ich dann weg, ne? Ja, die haben wir noch nicht. Oder haben Sie Zucker rein? Ich habe noch keinen Zucker rein. Soll ich? Oh, das kann ich auch gleich machen. Das müssen Sie mal ohne Zucker, das schmecken, das kann man nicht. Also, das schmeckt nach gar nichts. Ich bin ja Linkshänder. Ich mache aber alles sonst mit rechts. Aber tragen und so überall, wo ich Kaff brauche. Ne? Der. Na ja, Essig ist ja sauer, wissen Sie. Das ist sauer. Beetroot.
Vitamine. Oh, ja. So, wo war denn jetzt mein Löffel? Sie haben keinen Löffel mitgebracht. Nee, aber Sie haben mir doch eben einen gegeben. Das. Ach, sowas. Ach Gott, so ein Lücken. Ja, auch gut. Was? Sauer? So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mhm, das sieht gut aus. Ich will das jetzt noch mal probieren. Ja, probieren Sie mal. Lecker schmecken. Das ist ein klein bisschen Zucker, könnt ihr da noch rein. Ja, machen Sie klein. Aber ich finde, das schmeckt schon ganz gut. Ja. Da brauchen wir das auch nicht, Ali. Die Flasche hätten wir zulassen sollen. Na. Ja. Aber mein Garten ist ja 90 Jahre alt. Oh, Garten 90 Jahre alt. Leute, haben Sie gehört? Von meinen Schwiegereltern. Dann hat er mein Mann alleine gewohnt. Und ich wohne da auch jetzt schon wieder über 30 Jahre. Und habe den Garten dann ja übernommen. Aber Sie hatten alles gut gemacht. Sie passen auf und sauber. Ja, ich habe auch eine Freundin, die war ja, ich habe es diesen Sommer nicht gesehen. Ne? Ja, und das könnt ihr so abkriegen. Hier ist sauer. Beetroot, rote Bitte ist alles fertig. Frau Müller haben alles fertig gemacht und gut gemacht. Wir brauchen nur noch abwaschen. So, we have to wash. Look at it, guys. If you like this video, give it a thumbs up. Thank you all. Sagen Sie bitte Tschüss. 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 Es war mir ein Vergnügen.